Deine nackten Füße auf dem kalten Boden, wenn du aus dem Bett steigst und zum Fenster gehst. Du bist 6 Jahre alt. Draußen fällt Schnee und die Zweige der Bäume im Garten werden weiß. Sprich jetzt, bevor es zu spät ist. Und hoffentlich kannst du so lange sprechen, bis nichts mehr zu sagen ist. Schließlich verrinnt die Zeit. Vielleicht solltest du deine Geschichten fürs Erste einmal beiseite legen und zu ergründen versuchen, wie das für dich war, in diesem Körper zu leben. Vom ersten Tag, an den du dich erinnern kannst, bis heute. Ein Katalog von Sinnesdaten. Du bist 10 Jahre alt und die Hochsommerluft ist warm, drückend warm, so furchtbar schwül, dass dir, während du nur im Schatten der Bäume im Garten sitzt, der Schweiß auf die Stirn tritt. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass du nicht mehr jung bist. Heute in einem Monat wirst du 64. Und wenngleich das nicht übermäßig alt ist, nicht das, was irgendjemand als fortgeschrittenes Alter bezeichnen würde, kannst du dich nicht der Gedanken an all die anderen erwehren, die es nicht geschafft haben, so weit zu kommen wie du. Physische Freuden und physische Schmerzen. In erster Linie sexuelle Lust. Aber auch die Lust am Essen und Trinken. Der Genuss, nackt in einem warmen Bad zu liegen, sich das juckende Fell zu kratzen. Eine weitere Stunde im Bett zu verbringen. An einem lauen Nachmittag im Spätfrühling oder Frühsommer dein Gesicht in die Sonne zu halten und die Wärme auf deiner Haut zu spüren. Unzählige Beispiele. Kein Tag, der nicht den einen oder anderen physischen Genuss bescherte. Und doch sind Schmerzen zweifellos beharrlicher und hartnäckiger. Und im Laufe deines Lebens ist nahezu jeder Teil deines Körpers schon einmal Ziel einer Attacke gewesen. Augen und Ohren, Kopf und Hals, Schultern und Rücken, Arme und Beine, Rachen und Magen, Knöchel und Füße. Ja, du trinkst zu viel und rauchst zu viel. Du hast Zähne verloren und niemals ersetzen lassen. Dein Speiseplan hält sich nicht an die Vorgaben aktueller Ernährungsprinzipien. Aber wenn du Gemüse aus dem Weg gehst, dann nur, weil es dir nicht schmeckt. Und du es schwierig, beinahe unmöglich findest, etwas zu essen, das du nicht magst. Ja, du weißt, deine Frau macht sich Sorgen um dich, besonders um dein Rauchen und Trinken. Aber noch hat zum Glück kein Röntgenbild irgendwelche Beeinträchtigungen deiner Lunge und kein Bluttest Verheerungen an deiner Leber enthüllt. Und so hältst du im vollen Bewusstsein, dass sie dir am Ende schweren Schaden zufügen werden, an deinen schlimmen Lastern fest. Aber je älter du wirst, desto unwahrscheinlicher kommt es dir vor, dass du jemals die Willenskraft oder den Mut aufbringen wirst, deine geliebten Zigarillos und zahlreichen Gläser Wein dran zu geben, die dir in all den Jahren so viel Vergnügen bereitet haben. Und manchmal denkst du, wenn du das alles zu diesem späten Zeitpunkt aus deinem Leben streichen solltest, würde dein Körper auseinanderfallen. Würde dein Organismus einfach aufhören zu funktionieren. Zweifellos bist du ein beschädigter, ein verwundeter Mensch. Ein Mann, der von Anfang an eine Wunde in sich herumgetragen hat. Warum sonst hättest du dein ganzes Erwachsenenleben damit verbringen sollen, Worte auf Papier zu bluten? Und der Gewinn, den du aus Alkohol und Tabak ziehst, dient dir als Krücke, dein verkrüppeltes Ich aufrechtzuerhalten und durch die Welt zu tragen. Selbstmedikation, wie deine Frau das nennt. Anders als die Mutter deiner Mutter möchte sie dich nicht anders haben. Deine Frau toleriert deine Schwächen. Sie schimpft nicht und zetert nicht. Und wenn sie sich Sorgen macht, dann nur, weil sie dir ewiges Leben wünscht. Du zählst die Gründe, warum du sie so viele Jahre lang an deiner Seite behalten hast. Und das ist sicher einer davon.
einer der hellen Sterne in dem ungeheuer großen Sternbild nie nachlassender Liebe. Natürlich hustest du, besonders nachts, wenn dein Körper sich in der Horizontalen befindet. Und in solchen Nächten, in denen die Bronchien noch verschleimter sind als sonst, steigst du aus dem Bett, gehst in ein anderes Zimmer und hustest wie ein Irrer, bis du den ganzen Rotz losgeworden bist. Dein Freund Spiegelmann, der leidenschaftlich Raucher, den du kennst, pflegt auf die Frage, warum er rauche, regelmäßig zu antworten, weil ich gerne huste. Nach dem Tod deiner Mutter nicht hast gehen lassen können. Warum du zwei volle Tage lang unfähig gewesen bist, Tränen um sie zu vergießen. War ein Teil von dir etwa insgeheim froh, dass sie tot war? Ein finsterer Gedanke. Ein so finsterer und beunruhigender Gedanke, dass es dir Angst macht, ihn auch nur zu formulieren. Aber selbst angenommen, du seist bereit, die Wahrheit dieses Gedankens in Erwägung zu ziehen, bezweifelst du immer noch, dass dies deine Unfähigkeit zum Weinen erklären würde? Du hast auch nach dem Tod deines Vaters nicht geweint. Auch nicht nach dem Tod deiner Großeltern oder nach dem Tod deiner Lieblingscousine, die mit 38 an Brustkrebs starb. Oder nach dem Tod der vielen Freunde, die dich im Laufe der Jahre verlassen haben. Nicht einmal mit 14, als du keinen halben Meter von einem Jungen entfernt gestanden hattest, der von einem Blitz getroffen und getötet wurde. Dem Jungen, neben dessen Leiche du eine Stunde lang auf einer regendurchweichten Wiese gesessen und gewacht hast, den du verzweifelt zu wärmen und wiederzubeleben versucht hast, weil du nicht begreifen konntest, dass er tot war. Nicht einmal dieser schreckliche Tod hat dir eine einzige Träne entlockt. Du bekommst feuchte Augen, wenn du bestimmte Filme siehst. Deine Tränen sind auf die Seiten zahlloser Bücher getropft. Du hast in Momenten großen privaten Kummers geweint. Aber der Tod lässt dich erstarren. Er schaltet dich ab, kappt jegliche Emotion, jegliche Gemütsbewegung, jegliche Verbindung zu deinem Herzen. Von Anfang an bist du im Angesicht des Todes abgestorben. Und so ist es dir auch beim Tod deiner Mutter ergangen. Zumindest für die erste kurze Zeit, die ersten zwei Tage und Nächte. Dann aber schlug der Blitz abermals zu und versenkte dich.
Pistazien, Erdnüsse, Marshmallows, stapelweise Cracker mit Traubengelee und die Tiefkühlkost, die gegen Ende deiner Kindheit aufkam, insbesondere Hühnerpastete und Sarah Lees Früchtekuchen. In der jetzigen Phase deines Lebens hast du für Süßigkeiten nicht mehr viel übrig. Aber wenn du auf die fernen Tage deiner Kindheit zurückblickst, kannst du nur staunen, welche Massen an Zuckerzeug du verschlungen hast. Vor allem Eis, auf das du einen unersättlichen Appetit gehabt zu haben scheinst. Ob einfach so in einer Schale oder mit Schokoladensoße, ob als Eisbecher oder Float, Eis am Stiel, zum Beispiel Good Humor und Creamsicles. Genauso gut wie Eis im Innern von Kugeln, Bonbons, Quadern, Eskimo Pies und Kuppeln, Baked Alaska. Eis war der Tabak deiner Jugend. Die Sucht, die sich in deine Seele schlich und dich ständig mit ihren Reizen betörte. Aber auch für Kuchen warst du immer zu haben. Schokoladenschichttorte, Biskuitkuchen. Für jede Art von Keksen. Vanilla Fingers und Burry's Double Dip Chocolate. Fig Newtons und Mellow Mars. Oreos und Social Tea Biscuits. Zu schweigen von den Hunderten, wenn nicht Tausenden von Schokoriegeln, die du vor deinem 12. Lebensjahr verzehrt hast. Milky Way, Three Musketeers, Chunkies, Charleston Chews, York Mines, Junior Mines, Mars, Snickers, Baby Ruth, Milk Duds, Chuckles, Goobers, Dots, Jujubes, Sugar Daddies und weiß Gott was sonst noch. Wie ist es möglich, dass du in den Jahren dieses ungeheuren Zuckerkonsums immer schlank geblieben bist? Dass dein Körper auf dem Weg in die Pubertät irgendwie weiter in die Höhe und nicht in die Breite gewachsen ist? Zum Glück liegt das alles jetzt hinter dir. Doch ab und zu, vielleicht einmal alle 2 oder 3 Jahre, während du vor einem Langstreckenflug im Flughafen die Zeit totschlägst, aus irgendeinem Grund passiert das immer nur auf Flughäfen, und in den Zeitschriftenladen gehst, um dir eine Zeitung zu holen, packt dich plötzlich ein uraltes Verlangen. Und dann senkst du den Blick auf die Auslage neben der Kasse und sollten dort zufällig Chuckles liegen, kaufst du dir welche. Und binnen 10 Minuten sind die 5 Gelee-Bonbons weg. Rot, gelb, grün, orange und schwarz.